Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Mod-Vorstellung in Minecraft, und zwar von der Potsmod. Die Modder ist eigentlich Modular Potsmod, aber irgendwie gedacht in die Potsmod, was sich das einfach mega beschissen anhört. Das ist eine Mod, die Pots sind. Nee, Freunde, diese Pots, die hinzugefügt werden, finden wir im Inventar in wieder einer neuen Seite hier. Da sehen wir Modular Flower Pots. Oh Mann. Ey, ich muss mich mal ganz kurz beruhigen. Hey, Luca, was hast du von diesem Video genommen? Ich will's auch haben. Nee. Kann auch ganz ernst sein. Nee, es geht nämlich einfach grundsätzlich darum in dieser Modifikation, dass es mehr Pots-Arten gibt, also so Blumentopf-Arten. Ihr kennt ja wahrscheinlich nur, wenn ich hier mal in der Suche Blumentopf, da haben wir den, eingebe, haben wir ja nur diesen kleinen Blumentopf, hallo Kuh. Dann haben wir ja nur diesen kleinen Blumentopf hier, wo wir dann sowas reinstellen können, wie weiß nicht, kann da sogar Gras rein? Nee, kann da nicht rein, aber ich kann da sowas wie ein Setzling reinstellen oder sowas wie einen kleinen Kaktus oder eine Blume oder halt so kleine Sachen halt, so relativ wenig Auswahlmöglichkeiten. Allerdings macht diese Modular Flower Pots Modular Pots Mod. Die fügt halt mehrere neue Möglichkeiten hinzu. Ihr habt es wahrscheinlich schon auf dem Thumbnail gesehen und seht es auch hier gerade schon. Wir haben hier viele neue Möglichkeiten. Ich zeige euch erstmal ganz kurz im Inventar, was das so alles unter anderem ist. Wir haben nämlich hier die verschiedenen Flower Pots in verschiedenen Farben. Dann haben wir hier Posts. Also das sind so nicht Pots, sondern Posts. Also STS, POSTS. Das sind total so RAM Böcke-Teile, die du so quasi so in den Boden stellen kannst, wie die auf jeder Kuhfarm quasi sind, an irgendwelchen Ecken oder irgendwie sowas. Solche Teile sind das einfach. What are you doing in there, crazy cow? What are you doing, man? Also das sind jetzt nicht solche Sachen wie ganz normale Zäune. Also ihr seht, ich kann hier so einfach ganz normal easy rüberspringen. Also ich kann damit jetzt nicht irgendwas abgrenzen oder so. Aber ich kann da nicht zwischenherlaufen. Und ich kann die auch noch ein bisschen höher bauen. Und zwar, jetzt seht ihr schon, die verbinden sich dann hier oben. Und dann haben wir so eine Art Zaun. Also dann kann ich da halt nicht rüberspringen. Hier kann ich mich dann halt wieder da draufstellen. Seht ihr ja, das sind dann so Half-Block-mäßig mehr oder weniger. Nee. Nee. Ist sogar... Moment. Ich stehe auf dem Block... Ah, okay, das ist nicht Half-Block-mäßig, das ist so ein bisschen mehr als Half-Block. Also ich denke, ihr seht da, was ich meine. Die verbinden sich dann halt hier und so weiter und so fort. Da kann man dann halt so ein bisschen was abgrenzen. Die da schon verbinden sich hier mit Blöcken und so weiter. Das heißt, wenn ich hier quasi noch einen reinstellen würde, wäre das Ganze dann so in etwa. Kann man ein paar Sachen mitbauen. Also das sind halt diese Jungle-Wood-Posts, die ich euch gerade gezeigt habe. Die craftet man sich ganz einfach so, indem man entweder eine Holzaxt nimmt und mit einem Eichenholz ins Inventar packt. Und dann bekommt man 4 Oakwood-Posts. Oder wir machen das Ganze einfach so, Eichenholz übereinander. Finde ich sogar eigentlich noch besser. Obwohl, ja, das ist, glaube ich, sogar noch besser vom Crafting-Dings. Da verbraucht man, meine ich, sogar weniger Ressourcen. Das sind halt mehr so Deko-Sachen, die aber auch so, so ein bisschen Funktionalität mitbringen. Also eine schönere Art, um irgendwas abzugrenzen. Genau das gleiche gibt es auch schon, wie ihr hier es hier seht, beispielsweise Post Fences. Da ist es so, was will diese Kuh eigentlich die ganze Zeit? Da ist es so, die craftet man sich so, da macht man noch 2 Fäden dazu und nimmt schon diese Posts. Dann hat man diese Teile, hat die hier quasi so, das sind dann halt einfach so Fences. Das ist dann quasi das, was ihr da gerade gesehen habt, nur in einer Fence-Art. Also wenn ich die jetzt beispielsweise hier zusammenstellen, seht ihr schon, da werden dann nach der Zeit so komische Fäden zwischendrin, als wenn die so verbunden wären. Das ist quasi einfach nur der Unterschied. Bei denen hier vorne ist es ja nur so, wenn ich die nebeneinander stelle, stehen die wirklich einfach nur nebeneinander. Über die kann ich drüber springen und über die hier, wenn ich da versuche drüber zu springen, geht es nicht. Das sind halt einfach die Fences, deswegen steht es auch dahinter. Das Design von denen, naja, kann besser sein. Aber das ist der grobe Unterschied zwischen den Sachen. Also man müsste sich, um diese Fences hier zu bekommen, in verschiedenen Holzarten sich erstmal die machen und die dann zusammen mit Strings in den Crafting Table tun. Und dann sollte das auch schon laufen. Und dann kommen wir jetzt mal zu den anderen Sachen, zu den Flowerpots nämlich. Das hier ist ein ganz normaler Flowerpot. Also nicht ein ganz normaler, sondern ein ganz normaler Flowerpot in dieser Modifikation. Den craftet man sich ganz einfach, indem ich ganz normalen Ton hier so zusammenpacke. Ton, wie man Ton bekommt, sollte jeder wissen. 7 Ton so angeordnet zu so einem U und dann bekommt man 3 Raw Large Flowerpot. Die kann ich mir in welcher... Kann ich dann ganz easy hier einfach hinsetzen. Ihr seht es schon, ich packe die hier extra mal so ein bisschen auseinander. Seht ihr auch gleich warum? Weil, wenn ich die zusammenpacke, seht ihr schon... Okay, bei diesen Pots hier ist es so, wenn ich die hier hinsetze, dann verbinden die sich. Aber wahrscheinlich ist das einfach bei diesen Raw Large Flower Pot ist es gar nicht so. Die können sich gar nicht so richtig verbinden. Aber die würde ich auch nicht nehmen, weil ich finde, die sehen einfach nur grottig scheiße aus. Und zwar kann man sich ausdehnen. Die kann man nämlich in den Ofen tun. Da oben ist schon wieder so eine Scheißkuh. Kann man halt einfach in den Ofen tun und mit einer Kohle ganz normal rein. Da bekommt man einen Large Flower Pot. Ich empfehle euch aber, den Ton direkt zu brennen, dann so zu machen. Dann bekommt man nämlich 3 raus. Das ist auch besser. Da verbraucht man nämlich weniger Ressourcen, wenn man auf Quantität geht. Hat man 3 Large Flower Pots, kann ich
dann so hinsetzen und dann kann ich die auch zusammen verbinden. Das kann ich dann so wie hier machen beispielsweise oder wie hier. Wenn ich allerdings eine andere Farbe damit zupacke, dann geht das Ganze nicht. Und es geht auch nicht, wenn ihr seht, wenn ich die übereinander packe, kann ich jetzt nicht noch ein großes Ding da reinpacken oder so, sondern die würden sich dann halt nur hier unten drunter dann irgendwie verbinden, wenn ich da oben einen draufsetze und so. Wäre ein bisschen komisch. Denke, habt ihr auch verstanden. Ich gehe mit euch immer um wie mit so einer Rasselbande von Hunden oder irgendwie so. Das tut mir sehr leid, weil ich immer so sage, habt ihr das verstanden? Wie so eine Lehrerin. Aber ich bin doch eigentlich Tierärztin. Dann haben wir hier natürlich auch, wie ihr schon seht, die Teile auch noch in verschiedenen Farben. Wenn ich mal hier schaue, seht ihr schon, die gibt's nicht nur in dem normalen gebrannten Ton und auch nicht in dem normalen Raw, Large, Kacken und Original-Dings. Und auch nicht in Yellow, sondern auch in ganz vielen anderen Farben. Dazu ganz easy Crafting-Rezept. Einfach einen Large Flower Pot zusammen mit beispielsweise gelbem Farbstoff, grün, rot, blau, pink, magenta etc. Dann bekommt man die jeweilige Farbe raus und das Ganze geht auch so. Also wir können auch direkt gefärbten Ton nehmen und daraus bekommen wir dann drei raus und hier bekommen wir dann nur einen raus. Das ist wie immer die kostengünstigere Variante, sage ich mal. Nee, es ist nicht. Nee, es ist nicht. Guck mal, hier bräuchte ich für jeden einen gelben Farbstoff und da nur für... Hier kann ich mir nämlich einfach einen Large Flower Pot nehmen und einen gelben Farbstoff. Das heißt, ich verbrauche einen gelben Farbstoff, um einen Yellow Large Flower Pot zu bekommen. Hier verbrauche ich 7 Farbstoffe, um 3 zu bekommen. Das ist dann natürlich nicht so gut. Ich habe das gut kombiniert, oder? Ja, und hier sehen wir das dann auch schon, wie man das Ganze halt anordnen kann. Habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Da kann ich dann jetzt einfach mal so Sachen reinpacken. Wie beispielsweise, ich nehme mal jetzt einfach mal Sand, nehme ich mir. Dann nehme ich mir Kies und ganz normal Erde. Dann kann ich hier beispielsweise mal Erde reinpacken. Hier Kies. Hier Sand und ihr seht auch unter anderem, wenn ich beispielsweise hier Sand reinpacke und hier Sand, verbindet sich das Ganze. Das heißt, ich kann, wenn ich mal hier so eine kleine Fläche mal eben kreieren darf, könnte ich beispielsweise sagen, ich mache die hier voll mit Sand und dann mache ich hier vorne noch den eine kleine Ecke mit dem Erde und dann könnte ich da jetzt rein theoretisch mir mal einfach so einen Kaktus nehmen und den hier drauf setzen und dann habe ich hier quasi mein eigenes Biom gemacht. Das kann man so groß machen, wie man will, das erweitert sich dann halt immer weiter, diese Teile, und dann kann ich hier rein theoretisch dann noch mal so ein bisschen hiervon dahin packen und dann hier noch mal so ein bisschen Sand und so. Das hier verbindet sich nicht, weil es einfach zwei unterschiedliche Flowerpots sind, aber ich denke, ihr habt es verstanden. Hier wieder Tierärztin, Lehrerin Luca am Start. Ja, und damit kann ich mir dann quasi so kleine eigene Biome schaffen. Allerdings kann ich da jetzt nicht so Sachen reinpacken wie beispielsweise Holz oder so. Das wird dann einfach oben drauf gehen oder hier sowas, sondern da können halt wirklich nur so Sachen rein, so Sand, Kies, Erde, sowas in die Richtung halt. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, an die Flowerpots ranzukommen. Das ist über dieses Teil, und zwar ist das der Pottery Table, und dafür braucht man auch noch diese gewissen Teile, die einfach Clay Pattern Stamps sind. Die packt man dann hier rein, hier einen Block, da einen Block, und dann bekommt man schneller die Teile raus, aber das ist jetzt auch egal erstmal eigentlich für die grobe Vorstellung. Da wollte ich auch gar nicht so sehr drauf eingehen. Das ist auf der Website nochmal erklärt, die ich euch in die Beschreibung gepackt habe. Kommen wir zur letzten Sache, die ich euch noch zeigen wollte. Hier, die Teile habe ich euch am Anfang schon gezeigt. Und zwar kann man mit rotem Farbstoff, Kaktusgrün und 2 Glasflaschen sich ein Soil-Test-Kit machen. Und das ist jetzt einfach ein Testkit. Damit kann ich jetzt, das ist jetzt hier noch leer, da steht noch nichts. Es gibt allerdings auch welche, die, das zeige ich euch jetzt erstmal. Und zwar kann ich hiermit jetzt beispielsweise einfach rechtsklick auf den Boden machen. Habt ihr gesehen, jetzt sind die Teile hier voll. Und da steht jetzt Temperature 0,7, Rainfall 0,8. Und daran kann ich jetzt bestimmen, beziehungsweise sehen, wie sehr mein Biom quasi so mehr oder weniger, wie warm es ist, wie oft Regen kommt und so weiter und so fort. Also damit ist es quasi möglich zu sehen, ob ich rein theoretisch, wenn ich in der Wüste wohnen würde, wie da meine Temperaturbedingungen wären. Und dann kann ich das ganze Dings hier nehmen und auf einen... Ups, ich muss hier mal eben kurz landen. So, folgende Tatsache, ich bin jetzt hier in einem anderen Biom und wir haben jetzt hier beispielsweise dieses eine Temperature 0,7, Rainfall 0,8. Ich gehe jetzt hier beispielsweise, nehme ich mir mal was, ist auch noch 0,7 und 0,8. Und jetzt könnte ich mir rein theoretisch einfach, wenn ich in der Wüste wohnen würde, mir da so ein Frostbiom hinsetzen, weil wenn ich hier mit Rechtsklick drauf mache, seht ihr, kommen so grüne Partikelchen und dieser Block hat jetzt quasi so die Temperatur und die Rainfall-Eigenschaften. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Es ist halt quasi so, ich nehme mir mit diesem Ding, mache ich Rechtsklick und nehme mir die Eigenschaften dieses Bioms, wo ich gerade bin, und packe sie auf diesen Block hier mehr oder weniger drauf. Also da kommen jetzt keine Partikelchen mehr, weil ich das ja gerade schon gemacht habe. Aber damit kann man quasi diese Flowerpots wirklich, es sind halt Modular Flowerpots, also ich kann die wirklich auch modellieren, ich kann die wie gerade gesagt halt, ich kann die Temperatur verändern, den Rainfall, die Farbe, was da drin ist, die Größe, alles mögliche kann ich damit machen. Finde ich sehr, sehr geil. Mit der Mod kann man auf jeden Fall einiges machen. Ist halt so eine, wieder so eine recht
echt unnötige Modifikationen, aber das sind die Mods, die... Wieso hakt es jetzt so? Das sind so Mods, die ich mag einfach. So simple Modifikationen, nicht sowas, wo hektisch viel hinzugefügt wird und man sich erstmal 10 Jahre lang einlesen muss. Bevor mein Spiel sich jetzt gleich noch aufhängt, weil das irgendwie gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen doof am Ruckeln ist, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr eine geile Mod kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich die eventuell demnächst mal vorstellen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder rein. Tschüss!